meine, ich bin 25 und ich hatte halt auch noch nie eine feste, längere Beziehung. Also ich mache gerade so eine Art Dating-Detox. Ich dachte, es wäre mal cool, hier auf YouTube über ein paar Dinge zu reden, die euch beschäftigen. Und dazu habe ich euch letztens auf Instagram gefragt, ja, welche Sorgen ihr eigentlich gerade habt. Und ich möchte so ein bisschen, ja, mit euch darüber quatschen. Viele Sachen, die euch beschäftigen, betreffen mich nämlich auch oder beschäftigen mich auch sehr. Und vielleicht können wir uns einfach auch so ein bisschen austauschen. Und ich starte mal mit einer Sache, die ich auch schon des Öfteren hier auf YouTube behandelt habe. Und zwar geht es um das Thema Ghosting. Da hat mir nämlich jemand geschrieben, dass sie ja das einfach nicht verstehen kann, warum sie so oft von Männern geghostet wird. Und ich kann euch sagen, mir ist das auch schon so oft passiert. Ich habe dazu auch schon mittlerweile verschiedene Bücher gelesen. Eins heißt Warum Liebe endet von Eva Illust. Und ich meine, man kann immer nur sich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass Leute einen ghosten, nicht weil sie mit dir nicht klarkommen oder weil sie dich nicht mögen, sondern weil sie selbst eigentlich irgendwelche Probleme haben, dass sie auch einfach nicht ihre Gefühle richtig kommunizieren können. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile ein bisschen versucht, auch mal mehr Abstand vom Online-Dating zu nehmen. Also ich mache gerade so eine Art Dating-Detox und habe jetzt, glaube ich, seit 8 Wochen oder so keine Online-Dating-App benutzt. Und es tut mir auch gerade mal ganz gut, mich ja wieder mehr auf mich selbst zu konzentrieren und auch auf meine Freundschaften. Und ich glaube, man kann Ghosting ja nicht verhindern. Man kann das auch nie im Vorhinein wissen, ob jemand ghostet oder nicht. Es ist, glaube ich, nur ganz wichtig, dass man für sich einfach merkt, das hat nichts mit mir zu tun und dass man dann auch versucht, einfach ja wieder voranzugehen und weiterzukommen und sich nicht so lange mit der Person aufhält, weil man wird wahrscheinlich keine ehrliche Antwort bekommen. Eine Sorge von sehr vielen ist auch das Thema, ja, Single sein oder dass man noch nie eine Beziehung hatte oder auch, dass man vielleicht schon aus dem Teenageralter hinaus ist und noch Jungfrau ist. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass der Beziehungsstatus nicht den Wert definiert. Also ich habe mich bestimmt auch schon öfters mal wertloser gefühlt, weil ich irgendwie Single bin. Aber eigentlich hat ja mein Wert überhaupt nichts mit jemand anderem zu tun. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das so ein bisschen für sich auch festhält und dass man einfach ja selber nochmal für sich zurückblickt, was hat man schon alles gemacht und auch ja lernt, sich selbst zu lieben und auch auf sich stolz zu sein und dass man sich da auch nicht so unter Druck setzen muss. Also es gibt einfach kein richtiges Alter, ab wann man in einer Beziehung sein sollte. Ich meine, ich bin 25 und ich hatte halt auch noch nie eine feste, längere Beziehung und ich stehe trotzdem mit beiden Beinen mitten im Leben und weiß auch, dass, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwann mal jemanden kennenlernen sollte, dann wird er auch darüber hinwegsehen. Also das ist ja total irrelevant und genauso ist es auch mit dem ersten Mal. Jeder hat so einen anderen Zeitpunkt, wo sich das auch für einen richtig anfühlt und wenn man da einfach offen kommuniziert. Ich habe letztens auch nochmal mit einem Freund geredet, also mit einem Bekannten, der auch jetzt erst in meinem Alter sein erstes Mal hatte und er hat es einfach offen kommuniziert und dann war es auch gar kein Problem. Also manchmal macht man sich selbst da auch viel mehr Druck und wenn man offen ja seine Gefühle kommuniziert, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich. Ja, also ich würde sagen, wenn man in jemanden verliebt ist, der einen schlecht behandelt, dann hört sich das sehr stark nach einer toxischen Beziehung an. Und ich hatte das auch mal, dass ich jemanden kennengelernt habe und ich dachte, wir gehören zusammen. Aber die Person hat mich einfach so schlecht behandelt und wollte auch einfach nicht mit mir zusammenkommen, sondern die Person wollte mir einfach so nah sein, irgendwie einmal die Woche mit mir Zeit verbringen, dass wir natürlich auch miteinander intim sind, aber das war's. Und ich dachte immer, irgendwann kann ich diese Person ändern und dann wird mir das auch richtig gut tun, aber es hat mir einfach so weh getan. Und ganz ehrlich, da muss man sich eigentlich auch nur selbst fragen, wenn jemand dich liebt und dich gern hat, will er dann, dass es dir nicht gut geht und will er dann, dass es dir schlecht geht? Und wenn du dich selbst liebst, willst du dann auch eine Beziehung weiterführen, die dich verletzt und die dir eigentlich immer mehr Schmerz zufügt? Ich würde sagen, die Antwort ist nein. Und ich weiß, es ist überhaupt nicht leicht, aus sowas rauszukommen. Aber ich glaube, das ist wirklich der Schritt in die richtige Richtung, sowas zu beenden. Dann auch natürlich vielleicht traurig zu sein und dann einfach neu zu starten.
Hier hat mir eine Zuschauerin geschrieben, dass sie glaubt, dass sie Vaginismus hat. Das ist, glaube ich, eine Krankheit, die viele Frauen nicht kennen. Das ist nämlich so eine Verspannung oder Verkrampfung des Beckenbodens und auch von einem Drittel der äußeren Vaginalmuskulatur. Und das kann dann einfach sehr schmerzhaft beim Geschlechtsverkehr sein. Und viele Frauen denken vielleicht dann auch, dass es normal ist, dass Geschlechtsverkehr wehtut und wissen gar nicht, dass sie unter Vaginismus leiden. Also wenn du das Gefühl hast, du leidest darunter, dann solltest du unbedingt mit deinem Frauenarzt und mit deiner Frauenärztin darüber reden. Es gibt dazu auch ein ganz spannendes Video, was ich letztens hier auf YouTube gesehen habe, das werde ich mal verlinken, einfach damit man so ein bisschen Infos sammelt, weil ich finde es so wichtig, dass wir Frauen auch unseren Körper besser kennenlernen. Deswegen habe ich ja auch das Buch Relationship geschrieben, weil da auch diese Themen drinstehen, weil wenn man nicht weiß, was Endometriose, Vaginismus oder PCOS ist, dann kann man vielleicht auch nicht den Arzt oder die Ärztin darauf hinweisen. Und es gibt leider immer noch viele Ärzte, die sich auch nicht so gut darüber informieren. Deswegen informiert euch einfach selbst auch ein bisschen über euren Körper. Was mich auch sehr traurig gestimmt hat, ist das Thema Jobsuche, dass das so viele von euch beschäftigt. Auch viele, die jetzt mit dem Studium fertig sind und auch Corona-bedingt nicht wissen, wo sie arbeiten sollen oder die eine Ausbildung gemacht haben und nicht übernommen werden. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Challenge und das finde ich so schade, das gerade so zu lesen, wie viele junge Menschen das doch betrifft. Und ich kann euch da nur ans Herz legen, dass man auf der einen Seite seine Beziehung spielen lässt, also dass man auch Leute um Rat fragt. Ich dachte früher auch immer, ich muss alles immer selbst können, aber wenn man ehrlich und offen ist, kann man auch immer mit anderen Leuten darüber reden und vielleicht kennt jemand einen, der jemanden kennt, der einem einen Job vermitteln kann. Das ist oft wirklich sehr, sehr nützlich und hilfreich. Und auf der anderen Seite finde ich auch ein gutes Online-Profil wichtig. Ich habe ja auch schon öfters mal mit LinkedIn gearbeitet und finde das immer noch eine so tolle Plattform, weil man sich selbst einfach sehr gut präsentieren kann. Man kann seine Stärken zeigen, man kann auch schon einzelne Artikel schreiben. Und deswegen würde ich euch das auch einfach nochmal so ans Herz legen, bei LinkedIn zu schauen. Da sind so viele Jobangebote und ihr selbst könnt auch wirklich nochmal zeigen, was ihr eigentlich so könnt. Aber vielleicht hat ja auch noch jemand einen richtig guten Tipp. Dann können wir einander ein bisschen weiterhelfen. Und ansonsten freue ich mich auf Feedback, wie euch dieses Video gefallen hat. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Natürlich bin ich keine Expertin in allem, aber ich kann so ein bisschen aus meiner Erfahrung reden und einfach ehrlich mit euch kommunizieren, wie es mir manchmal ergangen ist. Und ich hoffe, dass ihr das Video gerne gesehen habt, also gebt mir auch gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich auch immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert und Dankeschön fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!